Meinem Kanal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich zeige euch heute eine weitere Idee in den Washi Weeks und koloriere mal wieder mit Alkoholmarkern. Zum Anfang schneide ich mir meinen Aufleger zu und das mache ich freihand. Ich habe da keine Maße für euch. Einfach diagonal Maße, aber für die Karte und so weiter findet ihr unten in der Infobox. Ihr könnt natürlich super mit der Technik zwei Karten aus einem Aufleger machen. Und dann klebe ich mein Washi-Tape auf. Das müsste ein Washi-Tape von Depot sein. Ihr könnt wie immer das nehmen, was ihr habt und euer Washi-Tape mal gut aufbrauchen. Ihr habt ja im letzten Livestream meine Kiste gesehen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, bis da irgendwie, ja, Licht ins Dunkel kommt, sag ich mal. Ich achte hier darauf, dass ich quasi diagonal immer bin von dem gleichen Motiv wie in der Reihe davor. Das sind ja unterschiedliche Blätter. Und dann klebe ich die Reste einfach hinten drauf. Aber da müsst ihr mir ja jetzt nicht bei zugucken. Dann stempel ich meine Motive. Ich habe das Stempelset Painted Poppies verwendet von Stampin' Up. Ihr könnt natürlich wie immer das nehmen, was ihr habt. Ich finde die einfach super schön und die eignen sich total, um sie zu kolorieren. Jedes Motiv von den Blüten stempel ich zweimal, die Blätter insgesamt dreimal. Und wichtig ist hier einfach dadurch, dass wir mit Alkoholmarkern kolorieren, dass ihr eine wasserbasierte Tinte nehmt. Ich habe hier Memento Tuxedo Black genommen, aber es geht auch jedes andere Stempelkissen. Und mein Papier, weil da oft Leute fragen, das ist der dünne Cardstock von Stampin' Up. Der eignet sich für mich ganz gut, aber wenn ihr euer Papier habt, mit dem ihr gern arbeitet, nehmt einfach das. Dann habe ich mit den Twin-Markern die Blätter koloriert. Ich habe zwei Grüntöne genommen. Ich glaube die 54 und die 56. Ich starte immer mit der hellen Farbe, gehe über die Stellen, an der die dunkle Farbe sein soll, gehe dann mit der dunklen Farbe drüber und blende dann mit der hellen Farbe wieder aus. Also helle Farbe zuerst an die Stellen, wo die Schatten kommen, dann die dunkle Farbe drüber und dann ausblenden wieder mit der hellen Farbe. Die Motive lassen sich relativ schnell kolorieren. Ich habe das natürlich für euch hier schneller gemacht, weil sonst wird das Video auch einfach zu langweilig für euch. Aber ihr sollt ruhig sehen, wie ich jedes der Motive koloriert habe, damit ihr einen Eindruck bekommt, wenn ihr Anfänger seid, wo ihr Schatten sitzt. Und auch hier bei den Blüten fange ich wieder mit der hellsten Farbe an. Ich habe hier drei Farben genommen, das heißt, dann gehe ich mit der mittleren Farbe drüber und setze dann mit der dunkelsten Farbe die Stellen quasi in der Blütenmitte und blende das dann mit der hellsten Farbe aus. Geht richtig gut über die Übergänge, denn je mehr Farbe ihr dort auftragt, umso besser werden eure Übergänge, wenn der Alkohol verdampft ist. Also hellste Farbe zuerst. Ungefähr die Fläche, die ihr mit der mittleren Farbe dann kolorieren wollt, damit einfach schon mal das Papier ein bisschen mit Farbe gesättigt ist. Dann mit der dunkelsten Farbe die stärksten Schatten setzen und dann mit der mittleren Farbe nochmal ein bisschen ausblenden. Dadurch, dass ich einen relativ starken Übergang von der dunkleren zur mittleren Farbe habe, war das bei mir ganz gut. Und dann gehe ich mit der hellen Farbe nochmal komplett drüber. Erst die weiße Fläche quasi, die überbleibt, und dann die Stellen, an denen ich die Übergänge brauche. Das ist ja einfach Übungssache, wie ich immer sage. Verzweifelt nicht, nur weil es nicht von Anfang an klappt. Ich habe auch wirklich lange gebraucht, bis das alles funktioniert hat. Und die große Blüte habe ich nochmal deutlich schneller für euch hier koloriert oder abgespielt. Denn im Endeffekt ist das nichts anderes wie bei der hellen Blüte. Und dann, ja, sind die Motive schon koloriert. Also es ist wirklich nicht schwer. Dann falze ich meine Grundkarte und klebe meinen Aufleger auf. Ich habe hier
Ich glaube, es sind 2 mm 3D-Foam-Pads genommen und habe sie wie immer mit Flüssigkleber verstärkt und dann einfach so aufgesetzt, dass ich noch einen kleinen Rand habe. Und dann kommen auch schon die Blüten drauf. Ich habe mit Flüssigkleber und mit Foampads gearbeitet. Legt euch am besten die Blüten erstmal vor, wie ihr sie arrangieren wollt, und klebt sie dann fest. Ich habe das schon vorher gemacht, um so, ja, grob zu gucken, wie ich das Ganze haben will. Biegt die Blüten ruhig, dann bekommt ihr noch einen plastischeren Effekt. Und nehmt ruhig auch Foampads dazu. Das gibt einfach immer noch mal ein bisschen schickeren Look. Dann setze ich die Blätter auf, auch mit Flüssigkleber. Auch die biege ich wieder ein bisschen, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Und dann braucht nur noch der Spruch drauf. Ihr könnt natürlich auch noch mit Ring of Stella arbeiten oder mit Halbperlen. Ich habe einfach ganz schlicht noch einen Spruch drauf gesetzt. Das Stempelset vom Teddy mit den Sprüchen hat es mir total angetan. Da nehme ich mein Wasserfein Claire. Das nehme ich für Sprüche ganz gerne. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Nochmal die Falzlinie nachfalzen und dann ist meine Karte fertig. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Besucht mich ja mal auf Instagram. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.